15 Jahre war Ronny Rockenbauer bei Go, das Motormagazin, am Ruder und plötzlich steht da ein neuer. Tja, und das noch dazu auf einem Schrottplatz. Skandal, oder? Wohl kaum. Doch wer ist dieser Typ eigentlich, der an einer Motorshow-Institution rüttelt? Eine ausgezeichnete Frage. Geboren irgendwann im Wahnsinn der 80er, war ziemlich früh klar, dass das Thema Mobilität an mir nicht spurlos vorübergehen wird. Hatte es Räder, war ich fasziniert. Das ist übrigens mein erster fahrbarer Untersatz, das sogenannte Hasi-Moped. Nach diversen Upgrades durfte ich kurz vor dem Millennium meinen Führerschein mein eigen nennen. Ja, das bin ich. Diese Frisur war damals tatsächlich der letzte Schrei. Mein erstes eigenes Auto, ein 1er Golf Cabrio. Darauf folgten etliche weitere. Mal waren sie ganz toll, dann wiederum eher skurrile Zeitgenossen. Etliche TV-Beiträge, in denen ich rund ums Auto berichtete, später durfte ich endlich im Team von Ronny Rockenbauer und den Jungs von Go anheuern. Ein Beweisfoto davon gibt's natürlich auch. Ich bin der Typ in der Mitte. Und jetzt lebe ich meinen Traum, teste die geilsten Autos und als Draufgabe präsentiere ich Ihnen ab sofort jede Woche die beste Autosendung des Landes.